Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem, ja, kurzen Video heute. Wir wollen uns nämlich heute mal meine Qualifying-Runde von dem SimGrid World Cup Qualifying anschauen. Das ist das letzte Rennen hier von dem World Cup, also das große Finale sozusagen, was jetzt genau auch gerade stattfindet. Wenn ihr dieses Video hier seht, also gerne mal vorbeischauen auf Mabix TV auf Twitch, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Da geht's heute mal so richtig zur Sache. Und das Qualifying, das hat es auch schon in sich gehabt und ihr werdet es nicht glauben. Ja, sagen wir mal so, die letzte Kurve hat wieder zugeschlagen in einer wirklich sehr, sehr guten Runde. Und wie das Ganze dann ausgegangen ist, das werden wir uns jetzt gleich reinziehen. Wir springen mal direkt zu der besagten Qualifying-Runde, das eigentlich ja mit Abstand meine beste Runde gewesen wäre. Aber schaut einfach selbst, Freunde, wir springen in die Runde hinein. So, meine Lieben, dann springen wir jetzt gleich mal in meine ja vermeintlich schnellste Runde rein, hier in diesem Qualifying. Und wie gesagt, dieses Feld, was hier am Start ist im SimGrid World Cup, das ist eigentlich so mit das kompetitivste, was du finden kannst in Assetto Corsa Kompetition. Das ist die Champions League und da kann man wirklich schon mal extrem, extrem froh sein, wenn man überhaupt in die Top 10 kommt. Die Top 10 wird bedeuten, wir fahren hier auch das Super Bowl. Also Super Bowl bedeutet die ersten 10 in diesem Qualifying, wo wir jetzt noch ein bisschen mehr als 2 Minuten auf der Uhr haben. Wir starten jetzt hier in meine schnellste Runde eigentlich. Warum eigentlich? Das werden wir gleich sehen. Und wie gesagt, die schnellsten 10 aus diesem Qualifying hier, die qualifizieren sich für das Super Bowl. Und da hat jeder Fahrer von diesen ersten 10 aus diesem Qualifying hier eine Runde Zeit, um ja, eine gute Zeit zu setzen. Also man muss es wirklich auf den Punkt dann abliefern. Aber um da erstmal reinzukommen, ist es wirklich ein harter, harter Kampf. Und ja, das war hier, wie gesagt, meine Runde, die ich hier gefahren bin. Der erste Sektor, den haben wir hier extrem, extrem gut erwischt. Ihr seht es oben links. Das sind fast 1,5 Zehntel, die wir hier im ersten Sektor schon jetzt geholt haben. Nur die Sache ist, genau hier in dieser Kurve, da habe ich ein bisschen zu schnell reinlaufen lassen. Und da bin ich dann in einen leichten Slide gekommen. Automatisch habe ich diese Kurve dann auch nicht so gut getroffen. Und da waren die 1,5 Zehntel, ja, nur noch 1,5 Zehntel ungefähr. Und aber ich kann euch eine Sache sagen, die Abstände, die waren so extrem eng. Das werden wir auch zum Schluss sehen. Da ist jede Tausendstel, ohne Scheiß, Leute, jede Tausendstel ist hier entscheidend, um manchmal sogar mehrere Positionen zu entscheiden. Und das werden wir gleich auch sehen zum Schluss, wie eng die Zeiten wirklich beieinander sind. Hier das Schumacher S, auch eigentlich sehr, sehr schön bekommen. Da haben wir nochmal leicht Zeit gewonnen, zumindest minimal wieder eine Tausendstel. Wie gesagt, jede Tausendstel, da kommt es wirklich drauf an. Es ist unfassbar, wie kompetitiv dieses Feld ist. Auch hier diese Kurven sehr, sehr schön erwischt. Hier auch sehr früh auf dem Gas gewesen, volles Risiko natürlich gegangen. Aber da haben wir sogar, ja, tendenziell 1,2 Tausendstel verloren. So, aber jetzt die letzte Passage auf der Strecke, die Schikane und die letzte Kurve, die haben es nochmal in sich. Und wenn man da zu viel riskiert, kann man es dann auch schon mal verkacken. Aber hier die Schikane haben wir eigentlich sehr, sehr gut getroffen. Das Problem, was wir jetzt hier hatten, der Aston vor uns hat irgendwie extrem langsam gemacht, wollte nochmal für seine schnellste letzte Runde hier ausholen und hat mich dadurch irgendwie ganz, ganz komisch irritiert. Und eigentlich hätten wir eine Zehntel im Delta gehabt und dann verkacken wir es am Exit der Kurve. Ich weiß nicht, ob ich da im Drehzahlbegrenzer reingekommen bin oder sonst irgendwas passiert ist, aber auf jeden Fall, Freunde, es wäre die Zehntel gewesen, weil in der letzten Kurve lag eigentlich noch ein bisschen Zeit. Mindestens eine Zehntel war da noch drin und zieht euch jetzt mal bitte rein, wie das Ganze jetzt aussieht von den Zeiten her, wie unfassbar knapp das ist und wie ärgerlich es auch zugleich ist. So, Freunde, und jetzt zieht euch mal bitte diese Zeiten rein von P7 bis P15. Also 8 Positionen innerhalb von einer Zehntel. Und hätte ich diese Zehntel gerade ins Ziel gebracht, dann wären wir im Superpole-Finale gewesen auf P7. Aber so, meine lieben Freunde, sind wir jetzt nur in Anführungsstrichen auf P14, was trotzdem eigentlich ein ganz gutes Ergebnis ist hier im World Cup. Aber trotzdem, das Potenzial war da. Die Umsetzung hat es dann leider ein bisschen verkackt in der letzten Kurve. Aber Freunde, ich hoffe, wir sehen uns im Rennen im SimGrid World Cup, im letzten Rennen im großen Finale. 24 Stunden Nürburgring stehen an. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Däumchen da und ein Abo. Wir sehen uns, Freunde. Haut rein. Ciao. Ciao.